Guten Abend und herzlich willkommen zum 18. Bonner Wirtschaftstalk. Der 18. Bonner Wirtschaftstalk beschäftigt sich heute mit dem Thema Bonn bis Berlin, Wirtschaft im 25. Jahr des Hauptstadtbeschlusses. Im Jahr 1991 hat Bonn seinen Status als Hauptstadt verloren und der Bundestag hat damals und im Gefolge dann die Aufgaben zwischen den beiden Städten aufgeteilt. Dieses Gesetz, was damals gemacht wurde, ist inzwischen stark ausgehöhlt, es bröckelt so langsam weg. Wir reden hier in Bonn von einer Rutschbahn, auf der sich die Stellen befinden. Bonns Status als Bundesstadt ist in Gefahr. Ganz aktuell beschäftigt sich jetzt in Berlin ein Gremium mit diesem Thema, wie geht es weiter mit Bonn als Bundesstadt. Ich denke, das ist ein sehr spannendes Thema, denn wir haben hier einige tausend Arbeitsplätze, die davon abhängig sind. Das ist ein Thema, das die Wirtschaft betrifft, die ganze Gesellschaft, die Kultur sowieso und natürlich die Politik. Grund genug, einmal nach Sinn und Unsinn dieses ganzen Themas zu diskutieren, vor allen Dingen nach den Perspektiven für Bonn zu fragen, für die Region, für die Wirtschaft hier. Ich freue mich sehr auf vier interessante Gesprächspartner und ich begrüße Christian Lindner, Vorsitzender der FDP und Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Landtag in Düsseldorf. Herzlich willkommen. Herr Lindner hat vorhin erzählt, er hat hier in Bonn studiert und er hat in Berlin gearbeitet. Also insofern kennt er diesen Spagat aus eigenem Erleben. Die ganz persönliche Frage, die sich daraus ergibt, die werde ich Ihnen dann zum Schluss stellen, aber das verrate ich Ihnen im Moment noch nicht. Ich freue mich, dass Sie mein Gast sind heute Abend. Ich begrüße außerdem Dr. Bernhard Spies, Geschäftsführer der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, hier in Bonn. Herr Spies ist erfahrener Kulturmanager, ist ein Mann mit einem Händchen für populäre Dinge, für populäre Veranstaltungen auf hohem Niveau. Gäbe es sie nicht, Bonn hätte, glaube ich, sehr viel weniger Spaß und die Gäste hier auch nicht. Gäbe es Berlin aber nicht, hätte er selber sehr vermutlich sehr viel weniger Spaß, weil dann das Geld ein bisschen knapp wäre. Schön, dass Sie da sind. Zu meiner Rechten Johannes Zornieden, Geschäftsführer von Phoenix Reisen hier in Bonn. Herr Zornieden ist der lebende Beweis, dass Rheinländer nicht wasserscheu sind, denn an der Küste würde mich das nicht wundern, aber hier ist jemand, der beschäftigt sich in erster Linie mit Kreuzfahrten, das ist sehr erfolgreich. Ein engagierter Mitbürger hier in der Stadt, aktiv in diversen Aufsichtsräten im Deutschen Reiseverband und mit vielen kulturellen, sozialen Projekten hier unterwegs. Schön, dass Sie hier bei uns sind. Wobei ich doch sehr hoffe, dass unsere Gäste niemals in Berührung mit dem Wasser kommen müssen. Last but not least, Volker Schramm, Vorstandsmitglied der Sparkasse Köln-Bonn und der Mann des Geldes. So muss man das ja einfach sagen, denn ohne Moos nichts los. Das gilt, wenn wir über die großen Entscheidungen in der Politik reden, aber natürlich in der Wirtschaft ganz genauso. Nirgendwo weiß man besser als in einem Vorstandsbüro einer Bank, einer regionalen Bank, wie es denn so mit der Wirtschaft bestellt ist, was ihr fehlt und was hier die Möglichkeiten sind. Auch Ihnen ganz herzlich willkommen. Meine erste Frage möchte ich da ansiedeln, wo ich glaube, dieses Thema im Moment auch angesiedelt ist. Das ist die Politik. Herr Lindner, wir hatten so in den letzten Jahren, ist so mein Eindruck, so eine Art Schweigegebot. Bloß nicht über dieses Thema sprechen. Irgendjemand könnte auf die Idee kommen, dass man da vielleicht was ändern muss und es könnte zum Nachteil von Bonn werden. Ist das eigentlich eine kluge Haltung? Nein, Bonn kann offensiv als Behördenstandort und als Standort der Vereinten Nationen auch im politischen Raum für sich werben. Wir haben hier die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also auch für die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Welt ist hier der Verteilpunkt in Bonn, also kann die Region doch auch mit ihren Möglichkeiten in Berlin offensiv werben. Sie sollte es im Übrigen auch tun. Das bedeutet nicht, wenn ich das als jemand mit großer Sympathie für Bonn, aber der kein Bonner ist, sagen darf, Bonn sollte nicht aus der Defensive heraus immer agieren und auch nicht nur versuchen, bestehende Strukturen zu konservieren. Also, um es konkret zu machen, ob jetzt nun Stellen aus dem öffentlichen Bereich in einem Ministerium angesiedelt sind
oder ob es beispielsweise eine oberste Bundesbehörde ist, da sollte es Flexibilität geben, denn auch in unser aller Interesse als Steuerzahler ist es ja, dass der Gesamtstaat möglichst effizient aufgestellt ist. Und dann kann der Standort Bonn für eine Bundesbehörde mit einem selbstbewussten Präsidenten an der Spitze vielleicht sogar eher profitieren als von einem nachgeordneten peripheren Bereich eines Ministeriums. Aber haben Sie denn den Eindruck, dass Bonn da selbstbewusst genug auftritt? Man merkt so eine gewisse Verdruckstheit, also wie gesagt, so dieses bloß nicht dran rühren, bloß nicht drüber sprechen. Herr Matthiesen, was das Selbstbewusstsein der Bundesstadt Bonn angeht, nicht nur hinsichtlich des Standorts öffentlicher Institutionen, sondern auch was das offensive Werben um Arbeitsplätze im privaten Bereich angeht, sehe ich einen weiteren Anlass zur Vervollkommnung, wenn ich das so diplomatisch sagen darf. Das heißt, wir haben noch Luft nach oben. Wir machen einfach mal bei den meinen Mitstreitern hier aus der Wirtschaft weiter. Bonn als Standort, wenn wir jetzt in so eine Debatte gehen, Bonn muss sich als Standort profilieren. Was würden Sie denn jemandem sagen, der sagt, Mensch, ich suche einen neuen Standort, ist Bonn, was bietet Bonn denn so? Also ich meine, zunächst einmal ist es ganz wichtig gewesen, dass wir auch politisch in Bonn und auch ich, wir haben erstaunt festgestellt, ein gebürtiger Bonner ist ja gar nicht bei. Also wir sind alle hier, weil wir eigentlich gerne hier sind, aber da meine ich, es war wichtig, dass wir politisch am Anfang Hilfe hatten, um diese Änderung zu kriegen. Dass wir jetzt noch probieren, da irgendwas festzuhalten und dass wir uns auf irgendwelchen Privilegien, wenn ich es mal so kess sagen darf, ausruhen, das wird eh nicht helfen. Was wir erleben in der Wirtschaft, und wenn ich das mal so sagen darf, das ist eigentlich furchtbar, was da von Bonn aus passiert. Also wenn ich hier erleben würde, wenn mir irgendein Kollege sagt, wo soll ich mich ansiedeln, dann würde ich ihm wahrscheinlich sagen, wenn du Lust hast, unbedingt in Bonn zu wohnen, das ist sehr schön, das ist für den Freizeitwert eine sehr gute Stadt, aber wirtschaftlich muss man doch wirklich hier einen Bogen machen. Sehen Sie das genauso, Herr Schramm? Also die Wirtschaftskraft von Bonn schätze ich doch noch positiver ein. Und zwar nein, die Wirtschaftskraft schätze ich auch hoch ein. Ja. Aber das Problem ist, ich schätze, was da passiert, ist nicht eine wirklich gute Strukturpolitik der Bonner Politik, sondern das ist das Durchsetzen von guten Unternehmern, denen so viele Steine wie möglich in den Weg geworfen wird, die aber trotzdem hier bleiben. Und das ist ein Punkt in der Tat. Wenn ich mir mal angucke, Bonn wird ja immer sehr stark dann mit den großen DAX-Unternehmen in Verbindung gebracht. Ist es aber gar nicht, weil das ist ein Teil. Das war auch ein Teil des erfolgreichen Strukturwandels, dass diese ehemaligen Monopolkonzerne zu DAX-Unternehmen geworden sind. Bonn ist aber eigentlich Mittelstandsstadt und zwar mit einem ganz großen Ausrufezeichen. Es sind nämlich die vielen kleinen Unternehmen und die Mittel- oder die größeren Mittelständler, die hier die Arbeitsplätze geschaffen haben und auch für die Steuereinnahmen gesorgt haben. Das sind Unternehmer wie Herr Zorniden. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass Bonn dann sich diese Ausgaben über die Steuereinnahmen dann auch leisten konnte. Und das ist für mich schon ein sehr starkes Argument. Die Fragestellung ist aber in der Tat, wie viel kriegt man in der Außenwirkung daraus gemacht? Bonn tritt ja im Moment auf und sagt, wir haben eigentlich gar keine Flächen mehr und wir wissen gar nicht so genau, wo wir Firmen unterbringen sollen. Standortfragen sind ja in letzter Zeit auch eher zu Ungunsten von Bonn ausgegangen. Ja. Ist das ein Punkt, an dem man sich Sorgen machen muss dann für die Zukunft, also für die weitere Entwicklung? Also ich denke schon, dass es zwei Punkte gibt, wo ich Akzente für dringend notwendig sehe. Das eine sind die Gewerbeflächen, denn auch wenn wir nochmal Bonn-Berlin-Gesetz nehmen, sind damals 24 Gewerbegebiete ausgeschrieben und finanziert worden, aber nur zwei in Bonn. Der Rest war eben im Umfeld davon und jetzt, wenn wir mit Unternehmern sprechen, sind genau diese Flächen, dass die fehlen und dazu führen, dass dann die Firmen sich mitunter auch woanders ansiedeln. Und der zweite Punkt, das ist eben, wo wir auch dringenden Handlungsbedarf haben und da spreche ich alle, ja, Leitgeprüften im Stausteher an, das ist die Verkehrsinfrastruktur, wo wir eben auch einen maßgeblichen Standortnachteil momentan in Bonn erleiden. Ich komme gerne und will gerne auf das Thema gleich nochmal zurückkommen. Ich möchte aber erst Herrn Spieß nochmal eine Frage stellen. Wenn wir über das Thema Neustrukturierung, Aufgabenteilung Bonn-Berlin sprechen, Ihr Haus ist das Haus der Bundesrepublik Deutschland. Müssen Sie sich auch Sorgen machen über Finanzierung, die dann vielleicht nicht mehr in dem Maße kommt? Kommt die überhaupt noch?
Ja, die Finanzierung kommt noch und der Bund ist da ja auch in der Pflicht, das zu machen. Das ist auch zugesagt, dass wir die Kurz- und Ausstellungshalle hier weiter betreiben. Wir haben im letzten und diesem Jahr sogar ein bisschen mehr gekriegt als üblich und die Verhandlungen für 2016 sehen gut aus. Ich habe das, was die Mittelkürzung angeht, was mögliche Mittelkürzung angeht, eigentlich keine Sorgen, keine Probleme. Ich darf vielleicht auch noch mal daran erinnern, das ist natürlich etwas sehr Wertvolles, was wir in Bonn haben. Wir haben die Museumsmeile und ich verstehe mich dann auch immer ein bisschen, wenn ich hier sitze, als Sprecher der Museumsmeile, eine ganz einmalige Konstruktion, mit der ich freuen würde, wenn die Stadt Bonn da etwas mehr auch mit Werbung machen würde, von einem naturhistorischen Museum, über eine Kunsthalle, ein Kunstmuseum und einem Haus der Geschichte und eben einem naturwissenschaftlich-technischen Museum. Das bedauern wir natürlich selbst. Das ist eine Komposition, die eigentlich einmalig ist, eine solche Aufreihung von Museen an einem doch recht kleinen, an vielleicht recht kleinen Strecke einer Museumsmeile. Und dass das nur um 20% gekürzt wird, ist aber nicht Schuld des Bundes. Das muss man dann eben auch sagen. Der Bund steht hier zu seinen Verpflichtungen. Wir werden natürlich uns sehr freuen. Sie gehen auch davon aus, dass das so bleibt? Also es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass dem nicht so sein wird, auch in der Zukunft. Aber wir reden doch hier in einem Wirtschaftstalk. Und ich meine, ich finde das eine wunderbare Sache, wenn wir kulturell viel haben. Das war ja auch immer ein Fund, das Bonn hatte. Aber letztlich das Geld, was wir ausgeben, muss doch mal irgendeinem Unternehmen erstmal verdient werden. Und da habe ich einfach das Gefühl, das ist in der Stadt Bonn, jedenfalls in der politischen Stadt Bonn, offensichtlich eine neue Erkenntnis oder eine, die noch nicht da ist. Und da stehe ich wirklich mit Schrecken vor, wenn Sie können jetzt hier viele, viele Beispiele bringen, wo man sagen kann, der wird jetzt Kleingärtner und zählt auf, dass Sie auf ein Nummernschild eine Woche warten müssen oder sowas. Ne? Aber das sind Dinge, wo Sie als Unternehmer, wenn Sie erleben, dass Sie die banalen Dinge nicht mehr geregelt kriegen, da fragen Sie sich ja irgendwann, sind wir hier in Griechenland oder wo? Wenn wir jetzt neu verhandeln und über Kompensation, reden wir mal oder träumen wir mal davon, dass der Bund dann doch noch mal die Kasse aufmacht und sagt, wir werden in die Strukturen noch mal investieren. Was sind denn für Sie die Punkte, wo konkret was passieren muss jetzt? Also ich würde das viel banaler sehen. Ich will gar kein Geld vom Staat. Der soll uns endlich in Ruhe lassen. Der soll uns in Ruhe arbeiten lassen. Das langt schon. Und natürlich ist es wichtig, dass wir am Anfang mal Großunternehmen herkriegen, weil irgendein Bürogebäude, ein Ministerium, was leer steht, das sieht nicht nur doof aus, da fehlen natürlich Mieter. Aber Sie sehen ja in der Struktur heute in Bonn, ist es eigentlich da, wo es der normale Bürger ist, funktioniert das? Sie haben, die Bäckereien sind gut, die Kneipen sind ordentlich, die Wohnungen sind alle vermietet, also eigentlich die Struktur funktioniert. Gut, wenn wir jetzt was dazukriegen sollen vom Staat, herrlich, immer Geld her. Aber letztlich, was auf Dauer funktioniert, ist nur eine Strukturpolitik, die einfach, ich will auch nicht mal sagen, wirtschaftsfreundlich ist. Die muss einfach normal sein. Bonn hat sich ja doch lange Zeit darauf konzentriert, Standort zu sein von, ich nenne es mal Verwaltung, das ist nicht der richtige Begriff, aber das waren ja sehr viele öffentliche Einrichtungen, die hier das Bild geprägt haben. Wir haben eine ganze Menge Verbände nach wie vor hier. Brauchen wir da einen kompletten Perspektivwechsel hier in der Stadt? Ja, wir merken, dass es gibt einen Perspektivwechsel, weil die Bevölkerung ändert sich, die Interessen ändern sich. Wir merken das im Kulturbetrieb ganz deutlich. Wir haben natürlich immer noch das klassische Publikum, das zu kulturhistorischen Ausstellungen kommt. Aber für unsere Aufgabe ist, dass wir eben feststellen, dass wir eben mit unseren Ausstellungen auch andere Leute für Kultur interessieren müssen. Wir haben das bei der Ausstellung Weltraum, die Anfang des Jahres erfolgreich zu Ende gegangen ist, auf einmal ein ganz anderes Publikum gehabt. Wir haben es jetzt bei der Lagerfeld-Ausstellung auch. Ein anderes Publikum als das klassische Publikum, was wir noch vor wenigen Jahren hatten. Das gibt es nach wie vor. Aber ich merke hier einen Mentalitätswechsel in der Stadt zu anderen Interessen heran. Und da muss irgendwo Politik mitmachen, nachvollziehen, dass es hier die Bevölkerung sich ändert von der klassischen Verwaltungsstadt, wie sie es früher mal war, mit Ministerialbeamten, hin zu einer Stadt, die auch sehr stark geprägt ist von DAX-Konzernen, wo also Leute arbeiten mit einer ganz anderen Mentalität und anderen Interessen. Und gerade wir als Kultureinrichtung sind natürlich gezwungen, darauf einzugehen, auch, dass sich hier die Interessenlage auch gewandelt hat in der Stadt. Und die Politik muss versuchen, dies nachzuvollziehen. Und Sie sehen so ein bisschen, dass die Politik das bisher noch nicht getan hat. Kann Politik das überhaupt, Herr Lindner? Also natürlich kann Politik das. Könnte. Konjunktiv ist angebracht, das stimmt. Man muss ja nur sehen, wenn sich Bonn mit anderen Städten an der Rheinschiene vergleicht, innerhalb der letzten 15 Jahre, die Entwicklung
Ich muss Ihnen das zumuten, die Entwicklung von Düsseldorf im Vergleich zu Bonn in den vergangenen 15 Jahren. Bonn hat schlechter abgeschnitten. Und das hat natürlich etwas mit politischen Rahmenbedingungen zu tun. Denn mit Rhein und Siebengebirge ist Bonn ein ganz attraktiver Standort. Es kommt die Kultur dazu. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen gibt es keine zweite Stadt, die so eine internationale und qualitätsvolle Bildungslandschaft hat wie Bonn. Also hier sind enorme Standortfaktoren und trotzdem sind sie nicht richtig genutzt worden. Weil, so glaube ich, in Bonn die Sensibilität für wirtschaftliche Notwendigkeiten nicht hinreichend ausgeprägt war. Es war immer die Orientierung, die alleinige Fokussierung auf den Status einer Behördenstadt, wie es gerade schon gesagt worden ist. Das halte ich für kein zukunftsfähiges Modell, denn in Deutschland haben wir insgesamt zu viel Staat und zu viel Bürokratie. Stützt sich dann eine Stadt nur darauf ab, Standort von Bürokratie zu sein, kann das nicht stabil sein. Mein anderer Vorschlag wäre, einen Paradigmenwechsel für Bonn auszurufen. Überschrift: Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Dann muss man kritisch sprechen, wenn man diesen Paradigmenwechsel will, über die Höhe der Gewerbesteuer. Das war für Haribo mit Sicherheit ein mitentscheidender Grund. Es ist die Frage der Gewerbeflächen. Bitte Kirchturmsdenken überwinden. Dann muss man eben auch in ein gemeinsames Flächenmanagement mit dem Rhein-Sieg-Kreis einsteigen. Statt einen Wettbewerb künstlich da in einem kleinen Umfeld zu entfachen, sollte man lieber gemeinsam in der Standortkonkurrenz in Deutschland insgesamt arbeiten. Sie atmen schon so scharf ein, ja, wie Herr Jauch. Ja. Ich kenne das. Ja. Das haben Sie gut beobachtet. Ich will den letzten Punkt aber noch machen dürfen. Okay. Es ist am Ende auch eine emotionale Frage. Wenn ich Oberbürgermeister bin und ich stelle fest, hier ist ein enorm wichtiger Gewerbesteuerzahler, wie eine gewisse Versicherung, die ist dabei, den Rhein rauf Richtung Köln zu gehen. Runter, Entschuldigung. Da nehme ich doch das zu meiner persönlichen Priorität und stehe bei denen jeden Tag auf der Matte und lese denen jeden Wunsch von den Lippen ab. Denn das, was da jetzt an Steuergeld verloren geht durch diese Standortverlagerung, das kann die öffentliche Hand mit noch so vielen Beamtenstellen aus Berlin nicht kompensieren. Und darf ich noch einen Satz? Ja, selbstverständlich. Ich finde, die Gewerbesteuer ist wichtig und die müssen wir bezahlen. Und das ist natürlich jeder Euro Steuer, den man bezahlt, den wird man lieber nicht bezahlen. Aber auch als Unternehmer leben wir damit. Wir wollen ja etwas haben, wir wollen eine Struktur haben, mit der es geht. Ich glaube nicht, dass, auch wenn Sie jetzt sagen, Haribo, ich glaube nicht, dass die sagen, da sparen wir jetzt so und so viel Gewerbesteuer, sondern... Das ist ja offensichtlich, weil der Hebesatz niedriger ist. Das muss ja nicht der einzige Grund sein. Ne? Es sind vernünftige Menschen da. Es sind ja auch einzelne Menschen in den Managementfunktionen. Und die haben einfach manchmal die Schnauze voll. Wenn sie erleben, dass sie eine Verkehrsinsel vor ihrer Lkw-Ausfahrt gebaut kriegen und ihr Lkw nicht mehr rein und rauskommt, dann steht es ihnen hier. Und dann ist nicht mehr die Frage, muss ich mehr Gewerbesteuer zahlen, sondern frage ich mich, wollen die mich hier oder wollen die mich hier nicht? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber wollen wir oder wollen wir nicht? Wir können ja mal die Frage weitertreiben. Sie haben das angerissen, das Thema Bonn alleine. Bonn ist ja nicht alleine auf dieser Welt, obwohl man manchmal den Eindruck haben könnte. Planet Bonn. Wir haben den Rhein-Sieg-Kreis, wir haben andere Metropolen in der Nachbarschaft. Ist denn Bonn überhaupt ausreichend aufgestellt zu sagen, wir machen das jetzt mal alleine, wir reden mal alleine darüber, wie es weitergeht mit der Wirtschaft hier? Also ich glaube, wir merken jetzt, an den Stadtgrenzen kommen wir gerade bei den Bevölkerungswachstumsprognosen, die wir haben, sehr an unsere Grenzen. Und deshalb finde ich auch diese Kooperation mit dem Rhein-Sieg-Kreis vollkommen Macht richtig. Macht Ihr Haus vor. Das ist, genau, die Sparkasse hat es vorgemacht. Ja. Der Flughafen, es gibt auch noch andere Beispiele. Und ich denke, auch Bonn kann gerade mit dem Rhein-Sieg-Kreis und mit dem Kreis Ahrweiler eben entsprechend auch so eine Motorfunktion übernehmen im regionalen Teil. Wenn wir dann aber noch mal eins größer denken und vielleicht auch international, dann von China oder von USA betrachtet, dann ist die Düsseldorfer Altstadt, der Kölner Dom, mit Brühler Schloss und auch der Beethoven, das ist mehr oder weniger ein Punkt auf der Landkarte. Und da brauchen wir dann auch die Metropolregion, wo jeder seine speziellen Dinge dann noch einbringen kann. Das wäre meine Frage, sind wir denn da überhaupt richtig aufgestellt? Also mit dem Klein-Klein, was wir ja zum Teil haben, mit den Nicklichkeiten, die es dann ja zum Teil auch gibt zwischen den Gebietskörperschaften?
Ich würde sagen, wir haben da anknüpfend an so einen der Eingangssätze von Linda, da haben wir durchaus noch Potenzial, um es da weiterzuentwickeln, denn da sind wir noch nicht so aufgestellt, dass wir sagen, das ist jetzt ein Paket, was für die Zukunft trägt. Das heißt, das sind alles, wir schreiben hier im Moment gerade so einen kleinen Wunschzettel an die Politik, habe ich so das Gefühl, was da alles passieren kann. Aber das ist ja vielleicht auch ein Ergebnis dann dieser Sendung. Ich würde gerne noch mal an einer Stelle weitermachen. Herr Lindner, Sie sind Landespolitiker. Bonn ist ja eine Stadt, die finanziell, nennen wir es ruhig mal, sehr privilegiert ist, auch wenn das hier in der Stadt, glaube ich, zum Teil sehr anders gesehen wird. Mhm. Ist denn das in Städten wie Wuppertal, wo man, glaube ich, über Schließungen im Kulturbereich ganz anders diskutiert als hier, ist denn das im Land überhaupt zu vermitteln, wenn man sagt, Bonn will da noch ein bisschen Kompensation haben? Naja, Bonn hatte auch eine besondere Herausforderung seines Strukturwandels durch die Entscheidung, dass Berlin Hauptstadt werden würde. Aber in der Tat legen Sie den Finger in die Wunde. Auch andere Kommunen haben große Herausforderungen. Ich denke insbesondere an den Bereich der Ruhr, wo wir auch ganz erhebliche Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur haben. Insofern ist all das, was es an zusätzlicher Privilegierung gibt, auch rechtfertigungsbedürftig. Und Sie sagen, ja, die Bonner Finanzen seien gut. Die Ausstattung Bonns ist in der Tat nicht schlecht. Dennoch muss man sich fragen, auch selbstkritisch, warum der öffentliche Haushalt der Stadt Bonn seit vielen Jahren so desolat ist. Und ich sage Ihnen voraus, wenn das Zinsniveau steigt, dann wird es zu erheblichen Einsparungen zwangsweise kommen, ohne dass die Stadt handeln kann. Insofern wäre jetzt doch meine Empfehlung, bei einem künstlich niedrigen Zins, unter dem Sie leiden mit Ihren Einzahlungen ins Presseversorgungswerk, weil Ihre Altersversorgung gefährdet ist. Oh, ich bin noch ganz zufrieden. Also. Ja, aber nicht jeder ist Chefredakteur. Ja. Also darunter leiden Sie, leiden wir alle, die wir vielleicht eine Lebensversicherung haben. Es profitiert aber die öffentliche Hand. Die schwarze Null von Herrn Schäuble ergibt sich automatisch durch die niedrige Zinszahlung. Ähnliches hier in Bonn. Und da frage ich, wann, wenn nicht jetzt, bei prosperierender Wirtschaft und künstlich niedrigen Zinsen, soll die öffentliche Hand beispielsweise in Bonn überhaupt noch mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger auskommen? Wir reden ja darüber, dass die Wirtschaft nicht so richtig zufrieden ist mit dem, was da passiert. Welche Impulse müssen denn aus der Wirtschaft selber kommen, um zu Verbesserungen zu kommen? Man kann ja über die Politik und was im Rathaus so beschlossen wird, immer sehr viel schimpfen, aber engagieren sich denn da die Unternehmer genügend? Also was soll der Unternehmer tun? Der Unternehmer soll Produkte schaffen, die gekauft werden. Und wenn das funktioniert, dann kann er auch Leute einstellen. Und ich glaube nicht, dass man einem Unternehmer jetzt den Finger vorhalten kann und sagen, du musst dich hier mehr engagieren. Der Unternehmer muss unternehmerisch handeln und er muss es auch dürfen. Und da meine ich, da gibt es durchaus einen Haufen gute Unternehmen hier, übrigens auch von den Großen, sogar von den Großen. Da wird ja auch was Vernünftiges hin und wieder gemacht. Und ich glaube, wenn man die Rahmenstruktur so schafft, dass man hier tatsächlich den Leuten etwas mehr Zukunftsperspektive gibt, dann meine ich, sind die schon selber gut genug in der Lage, die Marktlücken zu finden. Und wenn Sie sehen, dass Bonn eine Struktur hat, die eben für den normalen Bürger, der hier lebt, sehr schön ist, dann ist die eben auch für den Unternehmer schön. Der muss ja auch irgendwo wohnen. Aber wir sind ja unzufrieden, oder ich höre ja eine Unzufriedenheit raus mit dem, was hier so passiert. Das muss man doch verändern, denke ich mal. Oder darf man dabei stehen bleiben und sagen, naja, die kriegen es irgendwie nicht gebacken? Na gut, aber wie wollen sie es verändern? Das ist leider, sind wir das ja alle selber schuld. Keiner will in die Kommunalpolitik gehen. Und dann kriegen wir eben das, was dahin geht. Also dann, eigentlich dann mehr Kulpa, mehr Kulpa. Nee, das hört sich überhaupt nicht nach Bewerbung an. Dann lassen Sie mich doch mal ein Beispiel überlegen, weil gerade der Existenzgründerbereich, das ist weiß Gott was, wo Bonn nicht unbedingt, sagen wir mal, glänzt. Das ist ein Feld, wo wir Nachholbedarf haben und wo, wenn wir gucken, Berlin, Hamburg, da ist das irgendwie mehr hip, sich auch selbstständig zu machen. Dennoch, nur die Zwischenfrage, warum ist das so? Genau, das sind, glaube ich, so zwei Punkte. Das eine ist die Szene, die ein bisschen hier fehlt, damit man eben an der Theke abends auch mal dann mit Start-ups vielleicht sich unterhält und dann so merkt, das ist was Tolles.
Und der Arbeitsmarkt spielt da auch durchaus eine Rolle, denn wir haben ja in Bonn bei den qualifizierten Kräften eine sehr, sehr hohe Arbeitsauslastung, kaum Arbeitslosigkeit, sodass denn der Druck tendenziell in Existenzgründungen zu gehen auch nachgelassen hat. Plus, wir haben hier doch tolle Hochschulen. Also wir haben, ich kenne wenigstens drei, ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge mehr Dinge, die sich in dem Bereich bewegen. Ja. Warum passiert denn, da sind doch eigentlich Potenziale, die man nutzen könnte. Also ganz wichtiger Punkt, denn die Verknüpfung Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft ist aber etwas, was uns beispielsweise Aachen sehr gut vormacht mit der RWTH auf dem Campusgelände mit den Firmen und wo viele Start-ups dann eben auch herkommen. Und das ist ein Beispiel, in dem Bonn unbedingt dann auch von profitieren könnte und man bräuchte es nur zu kopieren und ähnlich zu machen. Alleine das hätte Erfolgschancen. Ja, vielleicht mit einer kleinen Einschränkung. Ich meine, Sie haben in Aachen, da haben Sie in erster Linie eine TH mit Technologie und dann kommt ein Start-up, was da technisch ist, relativ leichter als bei uns in der überwiegend wirtschaftlich-geisteswissenschaftlichen Ebene. Ja, ich möchte übrigens bestreiten, dass in Bonn nicht funktioniert. Im Gegenteil, ich glaube, ich meine, ich habe das ja mal erlebt, wir haben mal vor über 40 Jahren angefangen, sind gewachsen. Es gibt sehr, sehr gute Leute in Bonn, die sind hochmotiviert, die haben Freude hier zu leben, die wollen nicht dauernd woanders hin. Und mir haben viele Kollegen aus der Branche erzählt, dass man in Bonn auf Dauer nichts werden kann, weil man muss in eine Großstadt gehen, wo die alle sind. Wir sind damit immerhin der 8. größte Reiseveranstalter geworden und es macht uns Freude, es macht unseren Gästen Freude und es macht unseren Mitarbeitern Freude. Und ich glaube, das gilt auch für die meisten Unternehmen, die sich hier ansiedeln, wenn man akzeptiert, dass die Menschen, die da leben, eben in einem schönen Umfeld leben wollen. Und das ist Bonn perfekt. Erreicht denn das? Ich möchte einfach nochmal sagen, wir sind ja ein Haus, was mit vielen anderen Häusern zusammenarbeitet. Wir bereiten zurzeit eine Pückler-Ausstellung vor. Ich bin also häufiger mit Kollegen in Cottbus und Görlitz zusammen. Und wenn ich das Klagen hier höre, wie schlecht das in Bonn geht, und das darf ich da nicht erzählen, denn dort schaut man alle mit Neid auf eine Region mit Bevölkerungswachstum, sehr hohem privaten Einkommen im Durchschnitt, kaum Arbeitslosigkeit, hohen Gewerbemieten, hohen Wohnungsmieten, wo das aber bezahlt werden kann. Und sagen Sie, und Rutschbahn, wohin rutscht da was? Also es rutscht doch eigentlich alles zu euch. Ich kriege da häufig dann Kritik zu hören, was wollt ihr eigentlich? Ihr habt eine prosperierende Region, es geht euch gut, es geht euch wesentlich besser als in manchen anderen Teilen der Republik, insbesondere in den neuen Ländern. Und dann wird gezählt, ob schon wieder ein Dienstposten nach Berlin kommt. Also da muss ich mir auch immer Kritik anhören von den Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, weil es dieser Region doch sehr gut geht. Und da wenig Leute Verständnis für haben, wenn dann über Rutschbahn erzählt wird, wo man sagt, wenn ich auf die Statistik gucke, habt ihr doch mehr Arbeitsplätze als vorher, wo ist denn eigentlich eine Rutschbahn? Aber bleiben wir vielleicht nochmal bei dem Thema Gründer, weil das ist ja ein Potenzial, was in der Region ist. Wir haben ein paar 10.000 Studenten hier. Welche Angebote fehlen denn konkret? Wir haben ja auch eine Fachhochschule, die durchaus im Bereich Technik, Wirtschaft gute Ausbildung macht. Also als Sparkassenvorstand habe ich dann natürlich, sage ich, dass wir gerade im Gründungsbereich natürlich sehr aktiv sind. Und wir begreifen das auch als einen Teil von diesem Prinzip in der Region und für die Region. Wir wollen gar kein Investmentbanking in sonst wo machen. Und von daher diese jungen Menschen dazu fördern mit Existenzgründungsmaßnahmen, mit Beratungsterminen oder auch mit intelligenten Programmen, beispielsweise mit der IHK zusammen, mit der Stadt zusammen. Das sind schon so Dinge, die dann auch Früchte tragen. Und ich teile Ihre Ansicht in dem Punkt, dass wir da auch auf einem gewissen auskömmlichen Niveau klagen. Nur wenn wir sehen, gerade im Existenzgründungsbereich, dass noch mehr geht, und dann bin ich auch der Meinung, dass im Wissenschaftsbereich wir durchaus da noch mehr von profitieren können. Sie haben das vorhin so im Nebensatz gesagt. Die Frage, das ist hier nicht so die Stimmung, haben Sie gesagt. Ist das auch eine Mentalitätsfrage? Geht es uns vielleicht zu gut? Ich höre ja auch so einen gewissen Unterton, dass die Bereitschaft, sich zu bewegen, gering ist, weil man vielleicht gar nicht so die Notwendigkeit sieht. Also das kann durchaus sein, weil das ja, sagen wir, bei jungen Menschen auch, also der Trend ist eher freizeitorientiert und 9-to-5 ist dann vielleicht mit einem Angestelltenjob auch richtig. Ich möchte es aber jetzt nicht verallgemeinern, sondern das ist eine Tendenz. Und dass eine Existenzgründung auch anstrengend ist und dass die Risiken hat, da braucht man nicht drüber zu reden. Aber der Punkt ist, dass es nachher Spaß macht, wenn ich dann merke, ich habe was geschafft und ich habe dann ein Unternehmen aufgebaut. Und das wäre schön, wenn das mehr kommt noch. Was müssen wir denn schaffen hier in der Region, um da zum Beispiel mehr Leben reinzubringen in diese Gründerszene? Nicht dauernd alles ändern, sondern endlich mal kontinuierlich uns arbeiten lassen. Ich kann es nur wiederholen. Bonn setzt ja auch
Bonn setzt ja auch so gewisse Marken. Wir haben wieder mal so eine Lärmdiskussion und wir haben immer mal wieder Probleme mit Partys, die zu laut sind. Ist das eigentlich der richtige Geist hier für solche Leute? Nein, das ist natürlich überhaupt nicht der Geist. Und will zu der vorherigen Frage nochmal sagen, dass das doch eigentlich ein generell deutsches Problem ist. Also wir reden über Bonn, aber wir beschreiben jetzt Mentalitätsfragen, die über Bonn hinausreichen. Unser Land ist gegenwärtig gefangen in einer Art Wohlfühlstagnation. Uns geht es eigentlich gegenwärtig ganz gut und wir haben sehr viele Befürchtungen, was kommen könnte. Und die Konsequenz ist nicht, dass sich Grundlegendes verändert angesichts von Digitalisierung, Globalisierung und Alterung der Gesellschaft, sondern die Konsequenz daraus, dass sich so viel ändern könnte, ist, dass wir versuchen, den Status quo irgendwie zu konservieren. Im ganz Großen, aber auch zu oft im Kleinen und Lokalen. Und ich will noch mal sagen, dass ich glaube, dass sowohl Deutschland als auch Bonn über hervorragende Standortfaktoren verfügen. Man wird aus Bonn nicht ein zweites Aachen oder Berlin oder Silicon Valley machen können. Aber der Standort Bonn hat enorm viel Humankapital und gerade bei hochspezialisierten, auch privaten, nicht nur öffentlichen, privaten Dienstleistungen, ich denke an Anwaltskanzleien, ich denke an Beratungsunternehmen. In dem Bereich gibt es so große Nachwuchs- und Rekrutierungsprobleme in den nächsten Jahren und der Standort Bonn, der bei allen Klagen doch noch verkehrsgünstiger liegt als andere, also Rhein-Main ist man schnell, Düsseldorf-Ruhr, man ist vergleichsweise schnell, ein internationaler Flughafen mit Frankfurt, zwar über den Umweg Siegburg, ja, aber trotzdem in Reichweite. Übrigens, auch das ist Bonner Mentalität, diese Debatte seinerzeit, dass die ICE-Linie nicht über Beul läuft, sondern über Siegburg. Ursprünglich mal über Bonn Hauptbahnhof mit der Tieferlegung geplant. Also Stuttgart 21 lässt grüßen, aber so ist Deutschland eben und dann freuen sich andere. Also was will ich sagen? Tolle Standortbedingungen, aus denen man was machen kann in Bonn und in Deutschland. Das Erste, was wir brauchen, ist nicht eine Steuerreform oder eine andere Wirtschaftsförderung in Bonn. Das Erste, was wir brauchen, ist eine Mentalitätsreform in unserem Land, dass wir nämlich die Chancen mal anfassen und nicht nur Wandel beklagen. Und wir reden ja heute eigentlich nur noch über Daseinsvorsorge. Bei allem, was man tut, muss man überlegen, wie wirkt sich das in den nächsten 30, 40, 50 Jahren aus und vergessen dabei, dass auch heute schön sein soll. Ja. Und dass man einfach, es gibt auch Eigenverantwortung, nicht nur Daseinsvorsorge. Und die gibt es und sie sollte es viel mehr davon geben. Ja. Also Mentalitätsreform ist ein kühnes Unterfangen. Ich bin mal sehr gespannt, wo wir damit landen. Ich würde gerne noch mal anfangen damit, Herr Matthiesen. Alles klar, ich bin gespannt. Und ich werde dann auch drüber schreiben. Ja. Was mich nochmal, ich würde gerne nochmal. Ja, weil auch die Medien sind ja in einem fortwährenden Wandel. Viel zu viele ihrer Kollegen im Zeitungsbereich verstehen sich ja noch als Teil der holzverarbeitenden Industrie. Ja? Das ist so. Ja, Wandel. Und es ist ja auch eine Schwierigkeit, dass Sie sich gerne dann in diesem Thema auch suhlen sozusagen, aber sich nicht weiterentwickeln. Aber ich bin ja FDP-Politiker. Als FDP-Politiker bin ich Experte für notwendigen Neustart. Wenn wir bleiben wir nochmal bei dem Neustart. Wir sind ja sehr elegant von der Frage abgebogen, wie geht denn das jetzt weiter, wenn neu verhandelt werden muss und wie gruppiert man nun die Funktionen zwischen Bonn und Berlin neu? Die Frage bleibt ja, und da sind ja eine ganze Menge Arbeitsplätze auch dran. Die Wirtschaft wird ein wesentliches Thema werden. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Aber mich würde noch mal interessieren, Bonn hat ja sehr lange davon gelebt, dass es auch eine starke Lobby gab für diese Stadt in der Bundespolitik in Nordrhein-Westfalen. Wie beobachten Sie das? Wie schätzen Sie das ein? Gibt es die noch oder muss man sich, wenn es jetzt um Verhandlungen geht, ganz neu aufstellen? Natürlich hat es eine Veränderung gegeben. Viele sehr einflussreiche Persönlichkeiten aus allen Parteien, die hier in Bonn oder im unmittelbaren Umfeld zu Hause sind. Also ich denke an Wolfgang Clement, ich denke an Hans-Dietrich Genscher, Klaus Ginkel, insbesondere natürlich auch
Guido Westerwelle, Franz Müntefering, die sind jetzt nicht mehr in der aktiven Politik tätig. Ich will jetzt über die gegenwärtig Aktiven nichts Nachteiliges sagen, aber es ist natürlich eine andere Protokollklasse, wenn Sie verstehen, was ich meine. Deshalb müssen die Argumente sich auch verändern. Und ich hatte es eingangs schon gesagt, ich halte prinzipiell und auch in dieser Frage Bonn-Berlin-Gesetz nichts davon zu konservieren, also konservieren zu wollen. Genau dieser Zuschnitt des Ministeriums XY muss exakt an dieser Stelle in Bonn bleiben. Nichts darf sich verändern. Ich hielte es für falsch. Ich würde hier auch, selbst wenn Sie alle anderer Meinung sind, nichts anderes sagen, weil ich aus Gemeinwohlinteresse der Auffassung bin, dass die öffentliche Verwaltung modernisiert werden muss und flexibel sein muss. Und mein Weg wäre zu sagen, bei einer jetzt anstehenden Evaluation und Neuverhandlung Bonn-Berlin-Gesetz sollte die Bonner Position sein, so rate ich, wir wollen weiter Standort auch oberster Bundesbehörden sein oder bundeseigener Gesellschaften, aber ob das ein Bundesamt ist oder ob das eine bundeseigene Gesellschaft, Stichwort GIZ ist, oder die Abteilung eines Ministeriums, darüber sind wir verhandlungsbereit, weil wir auch Modernisierungsnotwendigkeiten in der Bundesverwaltung sehen. Herr Spieß, erwarten Sie. Ich noch mal dazu, ich will an den Verdiensten der Älteren, die hier mal für Bonn Abgeordnete waren, nicht zweifeln, aber die Bundestagsabgeordneten, die wir heute haben, und wir machen natürlich Lobbyarbeit auch für unser Haus, sind mit Sicherheit genauso gut und haben auch ihre Funktionen in der Stadt, in Berlin und helfen uns dort auch. Das Problem ist ein anderes. Die Abgeordneten, die Bonn in guter Erinnerung haben und aus Bayern kommen oder Baden-Württemberg kommen, die gibt es nicht mehr. Das heißt, wir müssen auch in den Ausschüssen, im Haushaltsausschuss, da ist keiner mehr, der sagt, oh Mensch, Bonn war ich noch und ich kenne Bonn noch. Das ist ein Problem, wo man manchmal dann eben auch die Fragen, die wir haben, nicht mehr so gut transportieren kann. Was Sie eben sagten, ich glaube, ich habe ja eben schon gesagt, dass diese Sache mit Rutschbahn und das Zählen von Stellen wenig bringt und uns auch keine Freude macht im Rest der Republik. Aber ich glaube, man kann sehr gut begründen, wenn wir UNO-Standort sind, wenn wir das Klimasekretariat haben, dann brauchen wir eine oberste Bundesbehörde im Umweltbereich. Ob die nun Teil des Umweltministeriums ist oder eine oberste Bundesbehörde, wie beim Bundesamt für Justiz, sei dahingestellt. Ich glaube, wir müssen objektiv und begründen, warum wir diese Bundesinstitutionen hier benötigen, um den UN-Standort zu halten. Und es wird viel zu wenig gesagt. Wir sind zwar Beethoven, wird viel behauptet, aber wir sind eben auch UN. Und da gibt es eine ganze Reihe Sekretariate und die brauchen natürlich auch eine nationale Anbindung. Und die nationale Anbindung sind eben die Häuser, die Teile der Ministerien. Aber wird das genügend? Und das muss man, ein paar das muss man sagen. Darf ich einen Satz nur ergänzen? Es ist notwendig, dieses zu erhalten, diese Strukturen zu erhalten, damit wir auch die UNO erhalten. Ja, wir sind ganz nah beieinander. Ich würde nur gerne einen Aspekt, den Sie gesagt haben, etwas anders zu formulieren, empfehlen. Sie sagten, was wir Bonner brauchen. Ich würde es andersrum sagen, was Bonn auch dem Bund anbieten kann als Standortfaktor, denn es wäre auch töricht, wenn hier so viele UN-Institutionen sind, zu sagen, die werden nach Berlin abgezogen. Und das ist ja nicht nur eine Frage, wo Reisekosten eingespart werden können, sondern auch der politischen Substanz und der Durchschlagfähigkeit gegenüber internationalen Institutionen, wo wir Interessen haben. Also selbstbewusst kann auch Bonn gegenüber dem Bund auftreten. Mir kam es nur darauf an, dass mal begründet wird, warum wir diese Institutionen hier brauchen. Einverstanden. Und zwar nicht mit Rutschbahn oder Bonn-Berlin-Gesetz. Ja. Ich glaube auch, dass Einigkeit, dass wir sagen, es ist gut, auf zwei Beinen zu stehen, und zwar Verwaltung und Wirtschaft, und von daher auch diese Verwaltungsstellen hier, in welcher Form auch immer, dass wir die versuchen, in Bonn zu behalten. Der Punkt ist dann anknüpfend an die UN. Wir haben da den Nachhaltigkeitsthema, das Klimaschutzthema, was mit Sicherheit auch wirkliche Zukunftsbranchen sind. Und wir haben bereits einmal Strukturwandel in Bonn erlebt, sehr erfolgreichen, als Ministerien weggegangen sind und Flächen belegt worden sind, Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Das geht auch ein zweites Mal, indem wir Strukturwandel 2.0 machen, in zum Beispiel Umweltschutzthemen, in zum Beispiel Klimaschutzthemen, um dann wirklich auch wieder ein Wachstumsgebiet zu finden. Und ein Teil der Arbeitsplätze und Verwaltungsarbeitsplätze werden weniger werden, insgesamt zu kompensieren. Wir haben ja vor kurzem diese Entscheidung gehabt, das Festspielhaus hier nicht zu bauen. Das war eine Entscheidung der Post. Da liegen jetzt 39 Millionen Euro. Ich habe gehört, dass man in Berlin nicht so richtig verstanden hat, warum man mit diesem Geld hier in der Stadt nichts anfangen kann. Schaden solche Entwicklungen eigentlich bei solchen Debatten, wenn wir jetzt über Zukunft reden? Und was macht Bonn denn mit dem Geld?
Also wenn Sie heute in Berlin sind und Sie landen da und Sie haben da Geschäftsbesuch, dann entschuldigen Sie sich in der Regel für den Zustand des Flughafens. Da können Sie aber noch mit begründen und sagen, der sollte eigentlich schon weg sein, der neue kommt bald. Wenn Sie heute einen Freund, Geschäftspartner ins Beethoven, in die Beethovenhalle nehmen, dann müssen Sie sich entschuldigen dafür, dass das aussieht wie eine vergammelte Halle, aber dass das auch so bleibt. Ich glaube, das ist, also wenn man sich das doch mal zurück, ich bin ja da vielleicht nicht ganz auf der Höhe, aber ich habe mal verstanden, dass die Halle, dass Bonn mal so eine Halle geschenkt bekommen sollte. Und ich glaube auch nicht, dass die Post gesagt hat, sie wollen nicht, sondern die haben irgendwann gesagt, na gut, wenn die Bonner nicht wollen, dann gibt es eben nichts. Ne? Und ich meine, dass das auch ein Punkt ist, der einfach die Lebensqualität in dieser Stadt, die Identifizierung mit dieser Stadt von uns Bürgern hier reduziert. Aber noch viel mehr, wenn ich als Reiseveranstalter sehe, wir haben jetzt schon, planen wir für Hamburg, dass wir mit unseren Schiffen die Route ändern und eine Nacht in Hamburg bleiben, was wir vorher nie getan haben, damit die Leute die Möglichkeit haben, einmal in dieses, sollte es denn irgendwann fertig werden, Philharmonie gehen. Aber irgendwann wird die fertig und dann werden die reingehen. Und es gibt so viel, was sie in Bonn wirklich mit Beethoven noch machen könnten. Und es ist so gut, was da ist. Aber es kommt nicht rüber. Ich würde trotzdem gerne noch mal bei der politischen Frage bleiben. Also der Eindruck ist ja entstanden, die kriegen das einfach nicht hin, um das mal ganz verkürzt zu sagen. Sie sind im Kulturbereich unterwegs, Herr Spies. Ist das zutreffend oder ist das zu verkürzt? Da das ja aus dem Haus kommt, dem wir zugehörig sind, werden Sie Verständnis haben, dass ich zu dem Verbleib dieser 39 Millionen nichts sagen kann. Ich hatte es auch nicht erwartet. Ich möchte nur einfach mal eins sagen, das muss man auch mal festhalten. Hier sind 39 Millionen vom Bund zur Verfügung gestellt worden. Und die sind reserviert worden, sogar über eine Bundestagswahl hinaus. Herr Schäuble hat die nicht einkassiert. Der Kulturstaatsminister und seine Nachfolgerin haben es immer geschafft, auch über den Wahltag hinaus diese 39 Millionen für Bonn zu retten. Das heißt also, Berlin war durchaus bereit, auch längfristig zu warten, das Geld hier auszugeben. Und gut, man wird sich jetzt überlegen müssen, was man mit den 39 Millionen macht. Mir ging es ja nochmal um die Frage, hat das geschadet? Also ist das etwas, was uns schwächt, wenn wir über die Zukunft verhandeln? Ich hoffe nicht, dass es uns schadet, aber natürlich ist eine gewisse Enttäuschung da, nach dem Motto, wir haben uns jetzt hier bemüht, für Bonn das Geld zu reservieren. Wenn die nicht mal Geschenke annehmen, was machen wir dann? Zu reservieren und müssen jetzt feststellen, dass das letztendlich vergebens war. Und dann kommt wieder der Neidfaktor vor allen anderen. Verdammt nochmal, die 39 Millionen hätten wir vielleicht auch in Sachsen, in Thüringen, in Mecklenburg-Vorpommern für Kulturpolitik natürlich auch gut und gerne gebrauchen werden. Denn für manches Haus, für manche Kultureinrichtungen in anderen Bundesländern ist das sehr viel Geld. Bleiben wir noch mal einen Moment bei den Punkten, die im letzten Strukturwandel auch ganz gut gelaufen sind. Internationale Stadt war vorhin so ein Stichwort. Bleibt Bonn dann nicht auch in der Abhängigkeit wieder von politischen Entscheidungen? Denn das ist ja so ein bisschen das Problem, dass es eben irgendwann läuft dann sowas aus oder die Konjunkturen ändern sich, die Themenkonjunkturen ändern sich. Muss Bonn sich unabhängiger von solchen Einrichtungen aufstellen auch? Auch das würde ich gar nicht sagen, weil solange es die Möglichkeit gibt, solche Institutionen, Organisationen anzusiedeln, ich kann auch auf drei Beinen super stehen, statt nur auf zwei, es ist immer gut, dann ganz verschiedene Standbeine zu haben. Ich würde alles daran setzen, solche Institutionen auch weiter in Bonn zu haben und anzusiedeln. Denn jeder Arbeitsplatz hier, jeder Beamte, der hier arbeitet, einkaufen geht, ein Haus kauft, das bringt Wirtschaftsstadt in die Stadt. Wird denn für diese Leute, die aus aller Welt hierher kommen, genug getan? Jetzt sind wir wieder bei so einem sehr überregionalen Thema in der Tat. Wie vermarkten wir uns als Bonn? Stichwort Metropolregion oder Rheinlandregion oder was auch immer. Würde ich auch sagen, da können wir noch mehr tun. Und wahrscheinlich sind wir dann auch so bei dem Tourismusbereich, wo wir es jetzt dann aber immerhin auch mal geschafft haben, einen Anlegerplatz für Schiffe oder sowas hinzubekommen. Das sind ja Zeichen, die helfen. Und ich glaube auch, das geht in die richtige Richtung. Ja, aber bei der Frage, wollen wir mehr Wirtschaft oder wollen wir mehr Verwaltung? Ich kann nur sagen, jeder Platz in der Wirtschaft, jeder Arbeitsplatz ist mir ein erheblich lieberer als Steuerzahler, als Bürger, weil da hänge ich eben nicht von der Verwaltung und nicht von der Politik ab. Und mir ist wesentlich wohler, wenn wir da möglichst wenig von abhängen. Ja. Herr Schramm, Herr Schließ. Und deshalb die Kombination, weil in der Tat Behörden zahlen auch keine Gewerbesteuer. Das machen nur die Unternehmer. Und von daher ist halt nebeneinander zu haben und dann beides zu haben, das finde ich eine durchaus gute Alternative. Und wir sollten es keinesfalls hier freiwillig mehr oder weniger hergeben, weil die Position, die man eben hat, die kann man in Bonn dann auch durchaus verwerten. Herr Schließ. Frage internationale Stadt, akzeptieren wir das alle wirklich als Bevölkerung, dass wir eine internationale Stadt sind, internationaler vielleicht als viele andere Städte?
nicht nur was die Universität angeht, was die UNO angeht, was eben auch die Deutsche Welle angeht. Wir haben viele, viele Vertreter vieler Nationen hier leben. Sind wir wirklich so, dass wir das auch als Bevölkerung akzeptieren? Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also wir haben Veranstaltungen gemacht mit Afghanistan, mit Pakistan. Da ist immer ein, wenn man Bonn sagt, kommt immer Venusberg, weil das Klinikum ist halt bekannt in den arabischen Ländern. Gleichzeitig rümpft man dann in Bad Godesberg die Nase darüber, dass die sich dort auch kurzfristig einmieten, wenn sie zur Partner kommen. Das ist für mich immer die Frage, akzeptieren wir das, dass wir eine internationale Stadt sind und dass die Internationalität eben auch zu dieser Stadt geht und dass man das auch positiv sehen muss, dass wir hier eben es geschafft hat, in Bonn doch Vertreter so vieler Nationen anzusiedeln, die sich hier wohlfühlen, die hier leben. Und was man sicher auch noch fördern sollte. Ein sehr starkes Argument für Bonn war in der Hauptstadtdebatte 91 und ich glaube auch in den Jahren dann danach immer die Frage oder das Thema, dass es Deutschland ganz gut tut, an zwei Standorten regiert zu werden. Ist das eigentlich ein Argument, was noch zieht? Ehrlich gesagt, Sie sind in der Politik unterwegs. Ja, also um ehrlich zu sein, mich überzeugt das nicht mehr so richtig. Ich bin generell der Auffassung, dass wir die föderale Struktur unseres Landes an mancher Stelle kritisch hinterfragen sollten. Also um es konkret zu machen, ich glaube Nordrhein-Westfalen. An dem Ast, auf dem Sie sitzen, ne? Ja, ich weiß, aber sehen Sie mal, wie entspannt Sie das sehen. Ja, wie wenig auf eigene Interessen schauend ich das argumentiere, weil es ja um die Sache geht. Und wer für die Sache argumentiert, kann auch eher Vertrauen gewinnen, so glaube ich. Aber zur Sache zurück, also ich glaube nicht mehr, dass Nordrhein-Westfalen in der Bildung in einem Wettbewerb mit Bayern steht. Ich glaube auch nicht, dass Baden-Württemberg in einem Wettbewerb mit Hamburg steht in der Bildungspolitik, sondern in Wahrheit steht Deutschland in einem Wettbewerb mit Nordamerika und China. Und deshalb sollten wir nicht den Wettbewerb zwischen 16 Länderbürokratien, wer die aktuelle pädagogische Mode am ideologischsten in die Gesetze bringt, fortsetzen, sondern uns da eben eine kritische Revision unserer Verfassung erlauben mit mehr Vergleichbarkeit und übrigens auch mehr Finanzierungsanteilen des Bundes, weil Länder und Kommunen als schwächste Glieder unseres Gemeinwesens werden den enormen Modernisierungsbedarf in Kindergärten, Schulen und Hochschulen gar nicht alleine stemmen können. So, und das beziehe ich ausdrücklich eben auch auf die Frage zwei Standorte. Es ist eine gute Tradition. Ich glaube, dass der Geist der Bonner Republik mit den dort vertretenen Werten, also soziale Marktwirtschaft, Westbindung, emanzipatorische Gesellschaftspolitik, Entspannung mit dem Osten, europäische Dimension, also Verwirklichung des Binnenmarkts und Bestreben, die deutsche Einheit in Freiheit zu verwirklichen. Dass also dieser Geist der Bonner Republik, das Momentum Europa gestalten zu wollen, aber aus einem europäischen Deutschland heraus und nicht im Ziel, ein deutsches Europa haben zu wollen, dass dieser Geist der Bonner Republik uns gut tut und rechtfertigt, dass zum Beispiel der Bundespräsident seinen zweiten Dienstsitz in Bonn hat. Aber auf der Ebene, sage ich jetzt mal, von operativer Regierungsführung hat das für mich nicht mehr die Bedeutung, wie vielleicht für die alliierten Besatzungsmächte. Ist denn Bonn, wir schleichen ja mal so ein bisschen um dieses Thema rum, ist denn Bonn mal radikal zugespitzt ohne Regierungseinrichtungen für Sie denkbar? Ja, natürlich. Muss doch. Tja. Es wäre wunderbar, wenn wir da wären. Und nehmen Sie, Sie haben gerade das Beispiel gebracht, Uniklinik, da wollen die Leute aus den arabischen Ländern hin. Selbst das ist doch nicht mehr so. Die gehen heute auf die andere Rheinseite, weil da die Klinik besser ist. Und sie gehen dahin, weil sie da besser behandelt werden und die baulichen Umstände besser sind. Wir erleben auch im Bildungsbereich doch längst, dass die staatlichen Unis Probleme haben, weil die guten Studenten und die auch mehr Wert auf Leistungen von der Uni legen, die sind doch längst in privaten Unis. Und wir müssen doch wirklich mal davon weg, dass wir hier sagen, wir wollen die Gleichheit in allen Bereichen halten. Wir müssen nicht gleich schlecht werden, sondern wir müssen den Leuten, die gut sind, die Chance geben, noch besser zu werden. Und das tun wir. Das tun wir meiner Meinung nach wesentlich leichter, wenn wir offener sind, wenn wir den wirtschaftlichen Kräften, die da sind, mit vernünftiger Regulierung die Möglichkeit geben,
einfach als Unternehmen, als Institutionen das anzubieten, wo sie selber glauben, dass es funktioniert und wo sie beim Kunden, sei der nun krank, sei er Student, sei er, was weiß ich, Bauherr, das beste Produkt kriegt. Würden Sie das auch so zuspitzen, Herr Spieß? Also ich würde erst mal sagen, Bonn kann stolz sein, 50 Jahre die Hauptstadt gewesen zu sein. Herr Lindner hat beschrieben, warum. Ich glaube, die waren nie die Hauptstadt offiziell. Oder der Regierungssitz, aber ich bin schon der Meinung, auch die Hauptstadt. Aber im 2000 Jahre nicht und es ging in den 2000 Jahren. Das muss man einfach mal sehen. Und die Berliner haben das nicht so lange geschafft. Nicht? Die brauchen das schon eher. Also das ist, glaube ich, auch der Unterschied. Die haben es mal 2000 Jahre lang versucht. Nein, vor 2000 Jahren war das Sand und Sumpf und jetzt hat man den Sand bebaut. Also gut. Die haben damit auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Bitte? Die haben ja auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Wir haben mit Berlin nicht gute Erfahrungen gemacht. Nein, das mit Ausnahme der verunglückten Weimarer Republik war das nie das leuchtende Beispiel für Demokratie. Paulskirche steht nicht in Berlin. Ne? Ja. Wie stellen Sie sich das vor? Ist Bonn vorstellbar ohne Regierungseinrichtungen? Ja, und ich würde vor allem trennen Regierungseinrichtungen. Ja, das kann man eine Verlagerung machen. Wenn man die Ebene darunter dann entsprechend hier Ansiedlungen hat, dann ist das für mich ein wunderbares Paket. Wollen wir noch mal so ein bisschen konkret werden? Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, die Verhandlungen stehen an. Wo sollte Bonn Schwerpunkte legen? Also was sind so kleine Strategien vielleicht, die man machen sollte? Fangen wir vielleicht mal an, so wie muss Bonn sich regional aufstellen? Reicht Bonn alleine oder muss da ein bisschen mehr passieren? Gucken Sie mich jetzt an? Ich gucke. Also Bonn alleine gibt es nicht. Ich meine, die Zeiten, wo wir im Internet ein bisschen über die Stadtgrenze gucken, ich glaube, die sind inzwischen bei jedem angekommen. Und auch verkehrsmäßig, Sie sind ja, ich rate immer Leuten, die nach Köln arbeiten kommen, sage ich, zieh nach Bonn, da bist du schneller in Köln, als wenn du von, was weiß ich, Nippes ausfährst, da ist der Stau länger. Ne? Wir sind doch längst eine große Region geworden. Ich meine jetzt auch die Politik, also braucht Bonn Bundesgenossen bei der Auseinandersetzung, wie es jetzt in der Zukunft. Die Frage ist, werden die anderen Bonn als Bundesgenossen haben wollen? Also das, was Sie sagen, dass Bonn nicht alleine steht, trifft für den Rhein-Sieg-Kreis ja genauso zu. Ja. Der kann auch nicht ohne Bonn. Und deshalb war doch, wie ich finde, der Vorstoß meines stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Ihrem Bonner Mitbürger Dr. Joachim Stamp, so richtig, zu sagen, lasst uns doch mit dem Rhein-Sieg-Kreis jetzt mal gemeinsam über Standortentwicklung nachdenken, nicht gegeneinander, sondern miteinander unsere Möglichkeiten bündeln. Bonn braucht Flächen, der Rhein-Sieg-Kreis braucht das Oberzentrum Bonn mit seinen Möglichkeiten. Gemeinsam sind wir im Wettbewerb mit Köln und Düsseldorf und Frankfurt doch viel stärker. Das müsste doch jetzt ein Impuls für die nächsten 5 Jahre sein. Also der Schulterschluss für die Region, so habe ich es verstanden. Ja, natürlich, weil die politischen Grenzen sind künstlich. Die Grenzen, die wir im Leben haben, sind andere als die politischen Grenzen. Im wirtschaftlichen Leben, im privaten Leben. Die Leute aus dem Rhein-Sieg-Kreis kommen hier hin, besuchen Kultureinrichtungen, haben ihren Arbeitsplatz hier, wohnen dort. Und Unternehmen von hier schauen bei der Entwicklung doch auch über die Grenzen der Stadt hinaus, wenn sie Flächen brauchen. Und deshalb muss man das politisch auch anders denken. Vielleicht kann man eine Anleihe nehmen in Aachen. Wir sprachen gerade schon über der RWTH Aachen. Der alte Landkreis Aachen-Land und Aachen-Stadt haben sich vor einigen Jahren ja zu einer Städteregion verbunden, um eben gemeinsamer aus einer Hand heraus planen zu können. Ich weiß nicht, ob das im Einzelnen rechtlich ein Modell ist, aber vom Geist her, also vom politischen Willen, das gemeinsam zu denken, halte ich das für durchaus vorbildlich. Was sind die Themen, wo sich die Region dann weiterentwickeln muss? Sind das immer noch die gleichen, die 1991 oder in den Folgejahren dann eine Rolle spielten, also Wissenschaft, Kultur war ein wesentlicher Punkt, oder brauchen wir was ganz Neues? Schwierige Frage. Aber woher nehmen Sie den Optimismus, dass eine politische Institution jetzt sich überlegt, was brauchen wir für Bonn und das entscheidet und dass das besser ist als das, was Unternehmen, die jeden Tag mit ihrem Kunden arbeiten, tun? Ich glaube, die Frage stellt sich nicht. Die Politik wird immer hinterherhinken. Was kommen muss, muss der Geist der Unternehmen sein. Und ich glaube, der ist relativ gut, auch in Bonn. Und da muss einfach die Freiheit da sein, dass die Leute Spaß haben, hier zu bleiben und dass sie die Rahmenbedingungen so haben, dass sie sich nicht weggeekelt fühlen. Das reicht schon.
Also wir brauchen, Entschuldigung. Ein bisschen erweitert. Es muss nicht immer nur Unternehmen sein, es sind auch die Institutionen, die Forschungsinstitutionen, die wir haben. Auch denen muss man die Freiheit geben, dass sie sich weiterentwickeln können. Und Bonn ist sicherlich auch Wissenschafts- und Forschungsstandort. Das sind nicht immer nur Unternehmen, sondern das sind eben auch die ganzen Einrichtungen, die es hier gibt, die sich auch gerne erweitern wollen. Und auch da muss der versuchen auch die Kommune die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das geht. Da würde ich ergänzen, Herr Zuniden, dass es schon hilfreich ist, wenn man dann eben so gewisse Impulse, ob es jetzt öffentliche Fördermittel oder was auch immer dann sind, Zuschüsse für Unternehmen gibt, gerade in risikobehafteten Branchen, wenn da was Neues entstehen soll. Dann helfen natürlich auch gewisse Pakete, die man den Unternehmen zur Verfügung stellt, um Teil dann auch des unternehmerischen Risikos dann damit dann abzufedern. Nur ein Unternehmen, das wegen öffentlicher Fördergelder irgendwo hingeht, das Unternehmen, an dessen Zukunft glaube ich nicht. Und, ja, sind wir einer Meinung, also insofern Standortvorteile rausstellen, gute Rahmenbedingungen schaffen und vor allen Dingen, ich bin ganz bei Ihnen, Freiheit gewähren. Ich glaube, dass für den Standort Bonn übrigens eine der nachteiligsten Entscheidungen unlängst in der Landespolitik gefallen ist. Für Bonn und seine Zukunft spielt die Hochschule eine enorm große Rolle, wie ich glaube. Und weil ich da oben meinen ehemaligen Kollegen Helmut Stahl von der Union sehe, wir haben seinerzeit zu unserer gemeinsamen Regierungsverantwortungszeit CDU-FDP in Nordrhein-Westfalen ein Hochschulfreiheitsgesetz auf den Weg gebracht, das gerade einen Hochschulstandort wie Bonn entfesseln konnte, damit er seine eigenen Potenziale schöpft, damit die Hochschule ein Interesse zum Beispiel auch an Unternehmensausgründungen hat, ein Eigeninteresse daran, dass Studierende mit einer Basisinnovation, einem Patent sich selbstständig machen. Das ist jetzt leider von der rot-grünen Landesregierung eingesammelt worden. Die Hochschulen sind jetzt wieder sozusagen nachgeordnete Behörden. Jetzt hat das Ministerium in Düsseldorf wieder mehr zu sagen als der Rektor hier in Bonn. Und das ist gerade für den Standort Bonn von einer außerordentlich nachteiligen Wirkung, weil die Hochschule jetzt plötzlich wieder an irgendwelche Quoten und ideologischen Debatten gebunden ist und sich nicht in die Region öffnen darf. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge Themen schon gestreift und ich glaube auch, dass es relativ deutlich geworden ist, wie die Region und wo die Region ansetzen kann und was sie machen kann, um besser zu werden, dass sie vernehmbarer werden muss, dass sie sich diesem Wettbewerb stellen muss. Ich bin überrascht, dass wir so gar nicht darüber geredet haben, dass wir das alles festhalten müssen, sondern Sie haben hier gleich eigentlich gesagt, das interessiert uns alles gar nicht. Mal sehen, wie die Debatten laufen. Ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, das wird noch ein bisschen komplizierter werden. Ich hatte am Anfang gesagt, ich wollte gerne noch eine Frage loswerden, vor allem an Herrn Lindner, aber an die anderen meiner Mitstreiter hier auf dem Podium natürlich auch. Und zwar wollte ich mal fragen, wir haben jetzt die ganze Zeit über Bonn und Berlin geredet. Wir haben ja nicht Berlin-Bashing betrieben, nur so ein ganz bisschen. Das ist eigentlich auch sehr höflich, finde ich, wenn man in Bonn sitzt. Die Berliner sind da, glaube ich, nicht so. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist so, wenn Sie, mögen Sie mir einen kleinen Satz vervollständigen? Sie haben ja nun Bonn-Berlin-Erfahrung. Wenn Sie so ganz persönlich die Wahl zwischen Bonn und Berlin haben, wie entscheiden Sie sich dann? Naja, also berufsbedingt muss ich als FDP-Vorsitzender, der in Bonn studiert hat und jetzt in Düsseldorf im Parlament ist, natürlich meine Zukunft in Berlin sehen. Okay. Ja. Der Bundeskanzler sitzt in Berlin. Ja, ne? Der Bundestag auch. Ja. Herr Zuniden? Die Frage stellt sich für mich überhaupt nicht. Ich lebe hier seit 60 Jahren, nach 50. Ich finde das wunderbar hier. Also ich würde die stellt sich nicht ideologisch, sondern die stellt sich einfach als Lebensqualität. Ja. Und die ist hier. Ich bin aber ständig in Berlin und habe da ja auch mit einer Firma was zu tun. Also das ist auch prima. Sie tolerieren die Berliner auch. Das ist auch, finde ich, freundlich. Und unser Reiseleiter, wenn Sie die fragen, auch nicht leicht. Wenn Sie also unsere Reiseleiter fragen, wer denn die Schlimmsten sind, das ist für mich klar, das sind immer die Berliner. Ne? Und die sagen, nee, die Rheinländer. Ne? Sie müssen Weil das Problem ist, die sind sich so ähnlich, die Berliner und die Rheinländer. Ja, also Herr Spieß. Die Rheinländer sind lieber. Oder, so ist es. Bonn oder Berlin. Ich hatte meine erste berufliche Stelle hier in Bonn 1978. Ich war bis 1984 in Bonn. Und habe dann 20 Jahre gebraucht, um über Dortmund, Rostock und Erfurt endlich nach 20 Jahren wieder in Bonn zu sein. Und ich werde hier auch nicht weggehen. Herr Schramm? Bonn oder Berlin? Berlin für eine dreitägige Städtereise. Da ist nämlich Berlin auch schön. Und ansonsten ganz klar Bonn, weil rheinische Mentalität, eine starke Wirtschaft. Wir haben auch Kunst, Kultur hier. Und meine Lieblingsjoggingstrecke am Rhein lang mit dem Petersberg. Das ist so mein Lebensmittelpunkt.
Alles klar. Sie haben gut entschieden, würde ich sagen. Also in Berlin, habe ich heute gelesen, sind die Wartezeiten in den Bürgerämtern nicht eine Woche, sondern irgendwie ein paar Monate. Insofern, da kämen Sie sowieso nicht so schnell dran. Darf ich mal eine Frage stellen, wo Sie das gerade sagen? Wie ist es eigentlich in Bonn bestellt um die Englischkenntnisse der Behörden mit Publikumskontakt? Eine gute Frage. Nein, ich frage das mal. Wir haben jetzt gerade so gesprochen über die Weltläufigkeit und die Internationalität von Bonn. Dann wäre doch das Erste, was ich fragen würde. Also ich weiß es nicht. Also ich will jetzt nicht irgendwas hier vorbereiten, aber der Internationalitätscheck müsste doch da beginnen, ob wenn ich aus dem Ausland hier hinkomme. Und also für den Bonner GA. Ich wollte gerade sagen, das Thema ist gekauft. Rechercheanfrage. Das Thema ist gekauft, die Recherche machen wir. Können Sie demnächst nachlesen, schicke ich Ihnen zu. Das kriegen wir hin. Vielen Dank für die Anregung. Wir kommen langsam zum Schluss und ich denke, wir haben sehr ausführlich gesprochen. Bonn und Berlin, zwei schöne Städte, eine wichtige Frage, die wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen und die Bundesregierung hoffe ich auch, denn da ist ja einiges zu entscheiden. In diesen kommenden zwei Jahren wird es wichtige Entscheidungen geben und ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir das im Generalanzeiger selbstverständlich weiter begleiten werden und dass im Generalanzeiger dann auch zu lesen ist, was denn da so alles passiert und was am Ende dann auch dabei rauskommt. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch und für Ihre Aufmerksamkeit hier im Raum. Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei meinen Mitstreitern hier auf dem Podium aus Wirtschaft, Politik und Kultur für die faire und interessante Debatte. Vielen Dank. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Bonner Wirtschaftstalk wieder dabei sind. Dann geht es um die Frage Frauen an die Macht über weibliche Führungspersönlichkeiten. Und ich kann, Sie müssen sich hier nur mal in der Runde umgucken. Wir haben garantiert nichts vorweggenommen, was dieses Thema betrifft. Insofern lohnt es sich, da wieder hinzugehen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Auf Wiedersehen, kommen Sie gut nach Hause. Applaus